Mein Name ist Christina Wiesner und ich habe unter dem schönen Namen Sonnenbaum eine Anlaufstelle für sensitive Menschen bei mir in der Schweiz, in der Nähe von Basel. Ich mache das seit 10 Jahren. Als ich angefangen habe, hat davon eigentlich noch fast niemand etwas gewusst, dass es das gibt, dass das einen Namen hat, diesen Namen Hochsensibilität, der immer mehr auch bewusst wird in der Gesellschaft. Früher hieß das einfach, ja, in der Schweiz haben wir gesagt, es hält auf der Nerven, ne? Oder es ist halt ein fantasievolles Kind oder es ist halt ein bisschen eigen. Und war sehr negativ besetzt, zum Beispiel, also zumindest in meiner Familie, in meinem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, war das so mühsam und was hat es denn immer? Und kann es nicht einfach Wollstrümpfe anziehen? Warum muss es denn immer? Warum kratzt es und beißt es? Warum schreit es denn? Es war ein anstrengendes Kind. Und meine Mutter hat mir gesagt, dass ich schon bevor ich auf der Welt war, schon im Bauch mit ihr kommuniziert habe. Sie hat mir gesagt, dass sie oft in den Träumen große blaue Augen gesehen hat, die sie durchs Wasser hindurch angeschaut haben. Und sie hat im Traum immer gewusst, das ist das Kind, das mit mir spricht. Es hat ihr aber Angst gemacht, weil sie das nicht kannte. Ich war die zweite Tochter. Und bei der ersten Tochter war das nicht so. Diese Verbindung war auch nicht auf diese Art so intensiv. Und sie hat sich schwer getan. War ihr unheimlich. Und das war für mich auch so prägend, weil dieses Dünnhäutigsein, dieses ganz viel Spüren, dieses ganz viel Wahrnehmen, eher eben negativ besetzt war, das haben wir lieber nicht und sei doch einfach normal und das ist doch nicht so jetzt wichtig. Und ich habe halt ganz viele Dinge in meinem kindlichen Eifer und meiner offenen Wahrnehmung so viele Dinge gesehen und halt dann auch Fragen gestellt. Also es gibt so eine kleine Episode, die möchte ich gerne erzählen, dass als Besuch kam, ein befreundetes Ehepaar meiner Eltern, habe ich immer beim Mann eine Frau gesehen, die hatte ganz andere Haare und die hat den immer so liebevoll geküsst und liebkost. Und irgendwann habe ich halt gefragt, warum hat der Mann denn noch eine andere Frau? Ja, ihr lacht jetzt hier, ne? Das war dann überhaupt nicht komisch. Für die, die das, ja, und dann heißt es, das spinnt wie das Kind, das hat wieder so eine blühende Fantasie und auch so, pscht und nee, und tu nicht und so. Und ich habe einfach verstanden, dass ich Dinge wahrnehme, die andere nicht sehen können und wo man vielleicht lieber nicht so drüber redet. So habe ich meine Kindheit verbracht. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, dass ich den Körper wirklich brauche, um hier auf der Erde zu leben. Für mich war es klar, dass ich nicht sitze und die Hand ausstrecke und die andere Hand kommt und berührt mich und man tut sich so begrüßt, sondern ich bin immer aus dem Körper raus und in den Menschen rein und habe mir so einen riesigen Raum vorgestellt und ich habe mich immer da so umgeguckt und dann habe ich irgendwie gewusst, mit wem ich es zu tun habe. Habe aber teils nicht mehr gewusst, wo ich jetzt war. Ne? Und das ist einfach, es war so, ganz vieles ist mir passiert, dass ich selber nicht steuern konnte. Und wenn ich darüber geredet habe, dann große Augen und riesen Unverständnis. So habe ich eigentlich verstanden, dass ich anders ticke und dass das nicht alle Menschen so haben. Dass in meinem Umfeld eigentlich niemand das hat und mir das auch nicht erklären kann. Und ich kann mich erinnern, in einer Nacht, als ich so traurig war und auch verzweifelt, weil niemand mich verstand und mir keiner irgendwie eine normale, hilfreiche Antwort geben konnte, wie ich denn damit jetzt leben soll, habe ich um Hilfe gerufen. Und ich habe mich in den Schlaf geweint und ich habe gewusst, also mit dieser komischen Spezies, also mit diesen
Menschen hier, also ich weiß nicht, kann da irgendwie, ich verstehe die Welt nicht, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Und ich bin in den Traum eingetaucht und ich bin in den Ozean gekommen und habe mich in diesem riesigen Gefüge, habe mich so einbetten können und habe gespürt, dass ich grenzenlos werde und habe da eine Welle gespürt, die auf mich zukam, und das war ein Delfin. Und der hat, ich habe sofort gewusst, den kenne ich. Das war, ist ein uralter, guter Freund von mir, der war ganz vernarbt, hatte eine ganz narbige, alte Haut. Und wir sind uns zumindest energetisch in die Arme oder in die Flossen gefallen. Und der hat mich mitgenommen und hat mir einfach gezeigt, wie dieses große Gefüge funktioniert, übersetzt auf Wasser. Zumindest das war schon mal irdisch für mich nachvollziehbar. Und ich habe nächtelang mit diesem, ich habe mich so gefreut, endlich ins Bett, früh ins Bett und dann ab in den Ozean zu meinem Freund. Der hat auch seine Familie dann mit der Zeit mitgebracht, hat mir gezeigt, dass es Schwarmenergie gibt, dass da Verbindungen entstehen. Das war so eine blaue, bläuliche, ganz feine Energie, die sich verbunden hat, und dass man nicht übers Reden, sondern vor allem übers Spüren und übers Telepathische, übers Denken miteinander kommuniziert. Das war mir wirklich bekannt. Und ich bin jeden Morgen dann wieder an Land geschickt worden. Ich habe Erinnerungen, wie ich so 10, 20 Zentimeter über dem Körper schwebe. Und dann so ganz langsam habe ich mich gesagt, soll ich jetzt? Oh nee. Habe ich mich so in meinen Körper geschwungen und konnte dann so, habe ich nur ein Spiel gemacht, immer, dass ich die Nase verschieben konnte. Da hatte ich plötzlich zwei Nasen, das fand ich lustig, und dann hatte ich plötzlich vier Augen, das fand ich auch lustig, bis ich dann ganz im Körper war. Und das war ganz früh, das sind ganz frühe Kindheitserinnerungen. Und das war für mich normal. Und es ist heute noch so wie Socken tragen oder Kaffee trinken. Es ist völlig normal. Ich bin so geboren, ich bin so geartet, und unterdessen habe ich sogar Freude dran. Und es ist sogar willkommen in gewissen Kreisen. Ich habe verstanden mit der Zeit, dass bei mir nicht das Problem ist, die feinstoffliche Welt wahrzunehmen, sondern genau das Umgekehrte, dass ich Probleme habe, die stoffliche Welt zu beherrschen. Das heißt, bei mir war es nicht das Problem, zu meditieren und die Verbindung zu öffnen in die höheren Sphären, sondern genau umgekehrt. Bei mir war es immer Happy Landing, jetzt komm mal runter, landen in den Körper, wozu auch, brauche ich nicht, doch, doch. Und es war eigentlich ein Dauer hin und her, bis ich irgendwann verstanden habe, dass dieser Körper gar nicht so doof ist, dass da eigentlich auch ganz schöne Sachen drin stattfinden können. So bin ich ganz bewusst Schauspielerin geworden. Ich habe die Schauspielschule gemacht, eigentlich zum Überleben. Ich habe mich mit 12 schon angefangen vorzubereiten, weil ich dachte, oh Gott, 12, nein, wann komme ich an die Schauspielschule? Oh Gott, mit 16, 4 Jahre, was mache ich? Ich habe in der Schule Däumchen gedreht, weil ich wusste, es geht mich alles nichts an, ich kann das nicht brauchen. Ich will lernen zu verkörpern, ich will lernen, Mensch zu sein. Und mit 16, ab nach Zürich und am ersten Tag in der ersten Staffel angekommen, eingeschrieben, akzeptiert. Ich war eine der ersten, die da reinkam, weil das war meine einzige Möglichkeit, überhaupt hier auf dem Planeten irgendwie zu leben.
Und so habe ich gelernt, mit Emotionen umzugehen, ganz professionell. Wie entstehen Emotionen? Ach, das hat mit Muskeln zu tun, wenn ich die ganze Zeit eine Stirnfalte mache. Irgendwann stellt sich ein Gefühl ein, irgendwann verändert sich der Körper, irgendwann gibt es Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen, Verkörpern, Agieren. Und das habe ich gelernt. Das war eine meiner glücklichsten Zeiten überhaupt. Mit 16 an der Schauspielschule in Zürich. Und da bin ich eines Tages am See entlang spaziert und bin fast verschmolzen vor Glück. Und da stand eine Frau, die war ganz grau in der Aura. Und die hat mich so angeguckt und dann hatte die Tränen in den Augen und sagte, Sie sind wirklich glücklich. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich endlich lernen darf, Mensch zu sein. Und wir haben beide geheult, einfach eine wildfremde Frau, weil sie hat mich gesehen, ich habe sie gesehen und es war so eine wunderschöne, beseelende Begegnung. Und dieses Glück, hier sein zu dürfen, in diesem Körper sein zu dürfen, in diesem tollen Stück Lebensgefährt, boah, das ist es war wirklich eine Versöhnung auch mit diesem komischen Planeten und diesen komischen Menschen da. Und dazu zu gehören, das war für mich das Wichtigste, dass ich nicht mehr so fremd sein musste. Und so habe ich gelernt, Mensch zu sein und hier zu sein und gerne hier zu sein. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass diese Art, wie ich die Dinge sehe und wie ich damit umgehe, anderen Menschen auch hilft. Ich habe in der Schauspielschule gelernt, Dinge zu verkörpern. Ich habe da auch gelernt, mit der Stimme Dinge ins Schwingen zu bringen. Ich habe ganz viel gelernt, ganz viel geübt, fast 20 Jahre lang. Und habe daraus und dem Wissen aus dem Ozean von meinem Delfin habe ich so eine eigene Art von Übungen oder von Wahrnehmung mir zusammengeschustert, damit ich hier leben kann. Nach 20 Jahren ungefähr nach 20 Jahren, ja, der Ozean muss irgendwie auch halt irgendwie sich manifestieren. Ja. Dass es in Fluss kommt, ja. Nach 20 Jahren Bühne, unterwegs sein, mich in anderen Schicksalen, in anderen Frauenrollen manifestiert und verkörpert zu haben, ich war damals 37, hat meine Seele ganz laut angefangen zu rufen und hat immer wieder durchblicken lassen, weißt du, jetzt geht es nicht mehr um die anderen, es geht nicht darum, dass du Meister bist im Verkörpern anderer Schicksale, sondern es geht darum, dass du jetzt dein Leben lebst. Und ich habe mich total verweigert, fand ich doof. Nö, will ich nicht. Ich bin ja nicht so viel und so toll und nö, lieber die anderen. Ich lasse lieber die anderen und stelle mich zur Verfügung und hatte ein ganz großes Problem mit dem Verkörpern meiner eigenen, jetzt kommt es eben bei meiner eigenen Schwingung, meiner eigenen Frequenz. Und das hat dann so weit geführt, ich habe gebockt und gebockt und gebockt. Und ach, nö, das mache ich nicht und nein. Und irgendwann hat der Körper gesagt, ja dann bock ich eben, ach, und hat ein Burnout produziert, das sich gewaschen hat. So. Angefangen hat es damit, dass meine Speicheldrüsen nicht mehr aufgehört haben zu arbeiten. Das heißt, wenn ich den Mund aufmachte, ging ein riesiger Bogen ins Publikum und ich habe die Leute angespuckt. Toll, das ist ja sympathisch, die lacht jetzt weg. Ja, also es hat sich wirklich, wirklich ganz, also man musste mich bremsen, mein Körper musste hier mal sagen, so und jetzt hast du genug verkörpert, es ist alles okay, jetzt gehst du mal in deine eigene Geschichte rein, so.
Und da das für mich so negativ besetzt war und eben auch mit den Ängsten meiner Familie, dass dann da irgendwas nicht gut ist, auch im Geistigen, oder dass das eine Krankheit ist, habe ich mich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, bis dann die Diagnose Burnout kam und mein Hausarzt mir gesagt hat, weißt du, ich ziehe dich jetzt aus dem Verkehr. Ich werde dich jetzt für genau 9 Monate krank schreiben. Und als freischaffende Schauspielerin war das das Ende. Ich bin von diesem Tag an wirklich in die Sozialhilfe abgestürzt. Ich musste lernen, Geld anzunehmen und musste verstehen, dass jetzt die Zeit ist, mich mit mir selber zu befassen. Das war einerseits schlimme Zeit, andererseits eine enorme Gnade, weil in dieser Zeit des Nicht-mehr-Könnens, des auf mich selber zurückgeworfenseins, sich neue Kanäle geöffnet haben. Und die waren sehr deutlich und sehr hell. Und ich bin da nächtelang gelegen und habe einfach geweint, weil mich dieses Licht durchflutet hat und weil meine Seelenanteile, die da alle schön brav gewartet hatten, 37 Jahre lang, wieder zurückgekommen sind und mit mir gearbeitet haben. Und das war das klingt dann immer so romantisch, wenn man das erzählt. Ja, dann kamen die, und das war es überhaupt nicht. Es war enorm mit Zweifel verbunden. Ja, spinne ich jetzt? Kriege ich jetzt hier irgendwie die kriege ich jetzt die weißen Mäuse, die berühmten? Bin ich durchgeknallt? Und gleichzeitig das tiefe innere Singen des Herzens, das Wissen, nein, das hat mit mir zu tun, das bin ich. Das sind meine eigenen Aspekte, die auf ganz anderen Bewusstseinsebenen hier existieren und jetzt wieder zurückkommen wollen. Mich wieder ganz beseelen wollen. Und zwar eben nicht von Meditation in die höheren Lichtsphären, sondern von den Lichtsphären in den Körper. Den Körper beseelen, die Seele verkörpern. Das hat es tagelang in mir gesungen. Die Seele verkörpern, den Körper beseelen. Ja. Und diesen Prozess, sich hinzugeben, kein Geld zu haben, nicht mehr wissen, wie es weitergeht, komplett, auf gut Deutsch sagen wir, am Arsch sein, und dennoch zu spüren, dass da etwas viel Größeres jetzt durchkommen will und mich führt. Das hat mich die ganze Zeit durchgetragen und mich die werden lassen, die ich heute bin. Dass ich heute wieder vor Leuten sitzen kann und reden kann und ganz in mir sein kann. Das ist dieser Geschichte des Burnouts zu verdanken. Ich war bis dahin mit fremden Energien beschäftigt und zu wenig mit meiner eigenen Schwingung, mit meiner Eigenfrequenz, so wie ich das nenne. Ich habe mich quasi aus meinem Häusle hinaus katapultiert und bin weit, weit, weit herum, suchend, immer auf der Suche nach allem anderen, und habe mich so verloren, dass es mich krank gemacht hat, dass dieses Burnout, der Körper sagte so, und jetzt reicht es. Das heißt, die Reise ging vom raus, raus, raus ins rein, rein, rein. Und ich würde gerne mit euch eine kleine Übung machen, um zu zeigen, wie handfest und wie einfach und wie ganz konkret ich das meine. Und zwar darf ich euch bitten, eine oder beide Hände auf euer Brustbein zu legen, auf eure
Herzgegend. Und einfach im Moment, ihr könnt die Augen schließen oder offen lassen, so wie es für euch stimmt, einfach im Moment in dieser Berührung bewusst werden. Also da ist, sind Hände, die diesen Ort berühren und das Brustbein berührt ja auch die Hände. Das ist eine gegenseitige Berührung, eine Verbindung. Und einfach im Moment da sein. Und wenn ihr mögt, schenkt euch ein ganz liebevolles, zartes, bejahendes Das kann auch mal ein sein. Aber so ein Das ist verkörperte Eigenfrequenz. Unsere Schwingung, die wir erzeugen in den Stimmbändern, gibt Resonanz auf die Knochen. Und diese Qualität von beschwingt sein, von erfüllt sein mit dieser ganz speziellen Schwingung, das können nur wir uns selber aus uns heraus, in uns drin, für uns produzieren. Wenn ich sage, hat das niemals diese Qualität, wie wenn wir es für uns selber machen. Und ich freue mich auf den Tag, wo ich mal in einen Zug einsteige mit einer Schulklasse und alle sitzen da und machen und der Lehrer oder die Lehrerin erzählt gerade, warum das so wichtig ist, wenn wir ganz selbst beschwingt und selbst erfüllt sind. Heute gibt es dieses wunderbare Wort Hochsensibilität oder Hochsensitivität. Es gibt Bücher dazu, es gibt ganz tolle Literatur und es gibt schon ein Bewusstsein jetzt in der Gesellschaft, dass es wirklich Menschen gibt, die anders ticken. Es gibt noch nicht so viele Studien darüber, warum das so ist. Es wird vermutet, dass es mit den Reize verarbeitenden Systemen im Gehirn zu tun hat, dass diese Systeme anders geartet sind, indem sie zum Beispiel Hintergrund- und Vordergrundgeräusche nicht ausblenden oder nicht unterscheiden, sondern dass die unterschwelligen Aktivitäten oder Energien oder Informationen, die ein normales Hirn ausblendet, bei diesem System einfach nicht keinen Schalter hat und nicht ausschalten kann. Also bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich im Zug nicht lesen kann. Es ist zu laut, es rattert, es hat viele Leute, es ist energetisch, es riecht und ich kann nicht, es klingelt und ich kann nicht ausblenden, ich kann dann nicht fokussieren und mich auf einen Text konzentrieren. Ganz viele Leute können das nicht machen, sinken in die Geschichte ein und merken, oh, schon Freiburg, wunderbar, haben gar nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt. Es gibt ganz viele, auch Überreizungen, viel schneller als bei einem normal sensiblen Menschen. Also, dass zum Beispiel Gerüche enormen Einfluss haben, snicken einige Leute. Ne? Also dass zum Beispiel ein Parfüm kann mir den Appetit verderben. Wenn die Serviertochter oder der Mensch, der kommt und mir das bringt, ein starkes Parfüm hat, merke ich, ich mag das nicht mehr essen.
Es gibt dasselbe auch über die Geräusche. Also es gibt Geräusche, die sind so niederschwellig, zum Beispiel so ein ganz leises Brummen von einem Kühlschrank zum Beispiel, kann einen hochsensiblen Menschen in den Wahnsinn treiben. Und dann denkt man, was ist, es ist nicht mal hörbar. Ja? Also ich kann auch zum Beispiel Fledermäuse hören. Das sagen, das geht nicht, das ist viel zu hoch. Ja, danke, schön. Ich kann es trotzdem. Und es, jetzt lacht sie wieder. Und dann, genau. Und dieses Niederschwellige, das ein normales Hirn ausfiltert, ist da einfach nicht gegeben. Und es gibt eine Frau, die den Namen nicht gerne erwähnen würde, die Elaine Aron, das ist eine amerikanische Psychologin, die hat über dieses Phänomen, das ist die erste eigentlich seit etwa 20 Jahren über das Phänomen Hochsensibilität forscht, weil sie selber hochsensibel ist und in ihrer Praxis auch eben Leute betreut, die mit diesem Phänomen umgehen müssen. Und sie hat Tests gemacht und Studien gemacht und herausgefunden, dass nicht nur bei Menschen dieses Phänomen ist, sondern auch bei jeder höher entwickelten Spezies auf diesem Planeten. Es gibt hochsensible Pferde, es gibt hochsensible Hunde, Katzen, es gibt ganz viele Tiere, die anders reagieren. Es gibt hochsensible Kamele. Das sind dann die, das hat mir ein Tuareg erzählt, dass die in der Familie ein Kamel hatten, das immer so komisch geschnarchelt und geschnottert und hat. Und mit der Zeit haben die rausgefunden, wenn dieses Tier das tut, dann kommt in 3 Tagen der große Sturm. Das ist aber super. Weil bei den anderen Kamelen hat das irgendwie 4 Stunden vor dem Sturm angefangen mit dem Unruhigwerden. Die haben gewusst, wenn das Kamel hier unruhig wird, dann absteigen, dann machen wir schön eingraben, dann haben wir gemütlich Zeit so, und dann überleben wir den Sturm. Sie hat, die Elaine Aron hat das ähnlich auch herausgefunden, dass sie vermutet, dass diese Art der erweiterten Wahrnehmung dazu dient, die Art zu quasi schützen oder das Überleben der Art zu sichern. Sie hat herausgefunden, dass etwa 15-20% der Menschheit, aber auch dieser Tierarten, von hochsensiblen Tieren bestückt sind mit solchen Menschen und Tieren. Und dass das eigentlich so wie ein Gleichgewicht braucht, und Frühwarnsystem ist ein. Also wir sind quasi die Kamele unserer Gesellschaft, die dann anfangen, so komisch sich zu benehmen. Ne? Genau, weil da irgendwas im Orbit ist, ne? Das vielleicht beachtet werden möchte. Genau, das ist schon mal ein gutes Bild. Ne? Ja. Genau. Das heißt, diese Begabung ist nicht eine Krankheit, ist nicht ein Fluch, ist nicht eine Last, sondern ist eine wunderbare Begabung und wird immer mehr helfen, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen, um im krassen Fall zu überleben oder eben auch, um in die richtige Richtung zu steuern. Das ist so ihre Arbeit. Dadurch wird es auch langsam in den öffentlichen Regionen dieser Welt so ein bisschen anerkannt. Und bei mir geht das noch einen Schritt weiter. Ich behaupte sogar ganz dreist, dass diese Veränderung in der Struktur des Gehirns ein Evolutionsschritt ist, dass es darum geht, dass wir alle jetzt unsere Sinne verfeinern und dass es etwas ist, was der ganzen Menschheit passiert mit der Zeit, und je mehr, umso deutlicher sich verändert, und dass diese Verbindung, diese Art von erweiterter Wahrnehmung damit zu tun hat, dass die Seele
das Seelenwissen oder die Seelenstruktur sich wieder rückverbindet mit dem Menschsein, mit dem Gefäß, mit dem, das war, wo Vergessenes ist, da wo Unbewusstes ist, dass diese Art der Rückverbindung sich auch durch diese erweiterte Wahrnehmung so mitteilt. Und dass wir die Offenheit bekommen, dass wir die Liebe und auch den Humor bekommen, diese Rückverbindung, dieses Rückfließen, dieses Rückerinnern zuzulassen auf eine sehr liebevolle Art und eben bitte unbedingt humorvoll, weil sonst geht das, hält ja keiner aus, wenn das hier immer so ernst ist. Es hat auch mit Lebenslust und Lebensfreude zu tun. Es hat mit genährt werden zu tun, mit erfüllt werden, mit Selbstfülle. Und ich bin einfach jemand, der jetzt ganz eine eigenständige Art von Umgang mit diesem Phänomen gefunden hat und unterdessen auch wieder den Mut gefasst hat, mich mitzuteilen und ja, so meine Samen überall so zum Zug rauszuwerfen oder mal so in einen Raum hinein und zu hoffen, dass da diese Zuversicht und dieser Mut und diese Freude an diesen Wahrnehmungen wächst und gedeiht. Wer hier im Raum würde von sich gerne oder ungern behaupten, dass er hochsensibel ist oder erweiterte Wahrnehmung schon kennt an sich selber? Hände hoch. Ja, klar. Ja, genau. Tja, shit happens. Die Phänomene sind wirklich breit gefächert. Hochsensibilität ist offiziell nur mit den fünf Sinnen gemeint. Also dass eben Gerüche, Lärm, Licht spüren, also Atmosphären wahrnehmen, so diese Dinge. Auch Schärfe zum Beispiel kann bei Hochsensiblen extrem oder überhaupt Essen kann Reaktionen auslösen. Das geht natürlich weiter, das entwickelt sich weiter. Das geht dann ins Feinstoffliche, das geht dann auch von der Erde weg ins Überirdische oder in lichtvollen Ebenen, das entwickelt sich immer weiter. Und wichtig ist zu verstehen, dass das nicht nach Programm abläuft und dann Schritt 1 und dann Schritt 2 und dann man nehme und dann auch so, da sind wir schon bei Schritt 3, sondern dass das ein ganz toll individueller, sehr persönlicher Prozess ist. Und wenn der eine so tickt, heißt das nicht, dass der andere falsch tickt, nur weil er jetzt anders tickt, sondern dass die Individualität hier gefragt ist. Und seit 10 Jahren, ich mache jetzt seit 10 Jahren Beratungen mit solchen Menschen. Und ich kann euch sagen, es kommen hier Menschen aus dem höchsten Militär, es kommen Polizisten, es kommen aber auch 11-jährige Mädchen, die so hellsichtig sind, dass sie nicht mehr wissen, wie sie in der Schule diesem doofen Lehrer irgendwie noch was glauben sollen. Das geht durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Alter, durch alle Kontinente. Das ist eine richtige Bewegung, die hier abgeht und nimmt zu. Tendenz steigend. So, das ist mal so die erste große Kurve, die ich da genommen habe und würde ganz gerne kurz mit euch so ein bisschen Raum und Zeit geben für Fragen, für Erkenntnisse, für das habe ich jetzt auch gerade bei mir bemerkt, wie du zum Beispiel erstaunt hast feststellen dürfen, dass es doch was mit dir zu tun hat, ne? Diese Dünnhäutigkeit, genau. Also einfach, wenn ihr Fragen habt oder jetzt gerade Erinnerungen habt oder gerade im Moment
irgendwas ist, was da arbeitet, dass ihr kurz, dass ihr Zeit haben zum Fragen stellen und ein bisschen reden zusammen. Gruß dem Grün. Ja, ich hätte mal eine ganz praktische, grundständige Frage an mich gezogen. Ich arbeite in einer Firma und da bin ich auch weg, ne? Aber jetzt gibt es keine Bewerbungsmöglichkeit. Und da merke ich so, wie zwischen Verstand und Gefühl so hin und her geht. Weiß auch nicht. Und ich würde mal ganz praktisch fragen, ob da eine Antwort kommt, die mir dient. Das ist nochmal eine ganz andere Frage, vielleicht auch nicht. Das macht aber auch dann nichts. Aber interessiert mich trotzdem, ob du sehen kannst, ob diese Bewerbung Sinn macht, die ich. Das ist eine gute Frage. Wie kommt sie? Lacht sich schon eins weg. Ne? Genau. Weil wir machen dann im zweiten Teil, wir machen eine andere Übung noch. Ich bin jemand, die findet, dass du es wirklich selber weißt. Und ich dir nicht zu sagen habe, was du tun und lassen sollst. Sondern dass ich dir zeigen kann, wie du in deine eigene Wahrheit, in deine eigene Energie kommst und dich ausschließlich auf die Wirkung ausrichtest. Wie wirkt das bei mir? Du kannst das Papier, wo die Ding draufgeschrieben ist, mal in die Hände nehmen und sagen, Augen schließen und sagen, wie wirkt das? Wirkt weich, angenehm, schön. Oder du machst das blind, du kannst ja das in zwei Kuverts stecken und nicht wissen, welches ist und dann merken. Oder du legst es dir aufs Herz und merkst, ist das Herz erfreuend? Ist das nährend? Und es geht darum, dass du selber, das ist wirklich die Sonnenblume, ich kann auch der Sonnenblume nicht sagen, weiß ich, erzähl dir was von der Sonne, sondern ich finde, die Sonnenblume richtet sich jetzt einfach selber nach der Sonne. Ha, da ist es ja wieder, das Licht. Ja? Weil genau deswegen sind wir hier, weil wir ja unsere Wahrnehmung so jetzt erweitern und so spürig werden, genau darum geht es, in der eigenen Wahrnehmung so klar zu werden und der so zu vertrauen lernen, dass du merkst, ich richte mich ja, nach deiner Sonne aus. Mhm. Und deswegen, ich bin jemand, der ein Eigenfrequenzfundi irgendwie so. Genau, da bin ich ein bisschen stur und eigen. Ich finde, dass die Menschheit und vor allem die Hochsensiblen jetzt so weit sind, dass sie selber anfangen, das voll bewusst wahrzunehmen und schlussendlich, dass wir austauschen, sagen, bei mir hat sich so angefühlt, bei mir hat sich so angefühlt, aber schlussendlich dein Kompass, der sich hier da so öffnet, der führt dich genau dahin, wo es stimmt. Und wirklich richte dich nach der Wirkung. Wie ist ein Gespräch? Wie die kleinen Gesten? Wie werde ich empfangen? Wie fühlt sich das an, in diese Räume zu kommen? Wie riecht es hier? Wie ist das, tut mir das gut? Wie ist mein Atem, wenn ich hier sitze? Mache ich zu? Fühle ich mich klein? Fühle ich mich wohl? Einfach das mal zu dieser erweiterten Wahrnehmung, dieses Feingespür einzusetzen, um herauszufinden, wie es für dich ist. Aber sozusagen die Anzeige in Briefkuvertüren. Zum Beispiel mal spüren, was passiert, wenn ich das, wie fühlt sich das an, wenn ich das anfasse? Wie schlafe ich, wenn das Teil unter meinem Kopfkissen liegt? Juhu, was träume ich dann? Also die Lust zu kriegen, selber in die Wahrnehmung zu gehen und selber das herauszufinden. Du machst eben dieses mhm. Warst du schon da, als wir diese Übung gemacht haben? Nee. Super. weil genau das meine ich mit diesem mhm. Ich mache das oft, wenn ich Fragen habe, die ich selber auch erspüren möchte. Wie klingt meine Stimme? Zum Beispiel eben, wenn ich diese Anzeige bei mir habe. Und du fängst an, in deiner eigenen Schwingung zu schwingen. Du kriegst Resonanz in deine Knochen. Und fängst ganz anders zu hören, du hörst ganz andere Dinge. Und das wirklich zu leben, anzuwenden, sich zu vertrauen, selbstständig zu werden und auf diese Dinge zu vertrauen.
Genau, da komme ich jetzt eben auf diese Geschichte mit dem wahren Kern. Ist es okay? Möchte jemand noch sonst eine Frage stellen oder etwas erzählen, bevor wir weitermachen? Ja? Also ich möchte nicht erzählen, aber ich habe oft das Gefühl, in meiner Umgebung gibt es sonst niemanden, der so ist wie ich. Ja. Das ist, kann ich mir gut vorstellen, und erstaunlicherweise ist es oft so, wenn wir den Mut finden, anfangen, diese Dinge auszusprechen, sagt plötzlich einer neben dran, oh, hast du das auch? Ich habe schon gedacht, ich spinne, ich sag's lieber nicht. Also wenn wir anfangen, das als normal anzugucken und damit uns auch äußern, mit dem Risiko, dass vielleicht der eine oder andere sagt, okay, brauchst du vielleicht Unterstützung? Oder? Ja, kann man immer noch nö sagen. Ne? Genau. Also ich weiß es von mir, weil ich das selber lange Zeit auch gedacht habe. Und plötzlich zum Beispiel eine Schulfreundin sich über meine Webseite, eine Schulfreundin von früher sich gemeldet hat und gesagt, ich fasse es nicht. Ich war genauso. Und wir waren zusammen. Wir haben nie über diese Dinge geredet. Aber wir haben uns gegenseitig, ich bin immer nach Hause gesagt, Gott sei Dank bin ich jetzt eine, die einigermaßen normal. Und sie hat das von mir auch gedacht. Wir haben aber nie über diese Dinge geredet. Das war noch nicht so bewusst. Wir konnten das nicht so in Worte fassen. Auch wieder, wenn du ganz in deine eigene Schwingung gehst und in deine eigene Verbindung hinein vertraust, wird das eine Signalwirkung oder eine Resonanz erzeugen, wie das in deiner Knochen. Das heißt, du gehst auf Sendung und du wirst diese Menschen anziehen. Hier drin sitzen schon mal schlappe 20 Leute, die alle in irgendeiner Form mit diesem Thema zu tun haben. Halleluja! Das ist doch super. Das war vor 49 Jahren. Und dann als Kind, so als Stöpsel. Also das auch sich zu trauen, Dinge mal so eine Bemerkung zu machen. Es ist mir hier zu laut oder könnte man bitte das Fenster schließen? Ich kann diesen Durchzug hier nicht so. Dann sagen plötzlich drei Leute, Gott sei Dank, endlich sagt einer was. Also auch wir sind da auch gefordert. So sanft und liebevoll oder auch humorvoll mal was zu äußern. Ja. Okay. Ich habe noch eine Frage, und zwar würdest du das, wenn du dir selber ein Kind hättest, was in die Richtung geht, diesen Junge, und möchte aber gar nichts wissen darum. Keine Ahnung, was der hat. Bockt der vielleicht? Er bockt ziemlich stark. Ja, klar. Stark. Alles klar. Er kriegt jetzt auch richtig Schwierigkeiten in der Schule und überall. Ja. Ja. Wie mit umgehen? Die Pharmaindustrie hat natürlich. Genau, ja. Das ist die Lösung schlechthin. Haulen, zudröhnen und das Kind ist glücklich, genau. Nein, natürlich nicht. Also ich denke auch, dass es bei mir jetzt, eben kommen ja Kinder, kommen Eltern mit verzweifelte Eltern mit völlig bockenden Kindern. Und wenn wir dann ganz was anderes erzählen und ich nur einen blöden Spruch mache, und dann irgendwie von meiner Katze erzähle, die dauernd immer die Ohren auf hat und immer in alle Richtungen die Ohren hat, auch wenn sie schläft, noch irgendwie auf Sendung ist, und dann das Kind so, haha, genau, ich weiß wovon und so. Irgendwann finden die das sogar geil. Ne? Aber ich denke, wichtig ist das Vorleben, das Wissen, dass es das gibt und dass du selber anfängst, für dich Dinge zu machen. Weil das ist das Vorbild. Und wenn irgendwann mal, wenn der sagt, wie kannst denn du so ruhig bleiben, sag, ich mach das so und so. Ne? So, was machst du, wenn es kalt ist? Oder ziehe ich eine Jacke an? Aha, ja, Jacke, logisch, ziehe ich auch an. Also dieses, das ist nicht, das hat mich so befremdet auch, dass das dann so teils erstens eben negativ mit der Spind besetzt ist oder dann mit, oh, es ist ein heiliges Kind, ein Kristallkind, oh.
Nee, aber ich bin zum Beispiel in der Situation, dass mein Kind auf einer bestimmten Schule bleiben will, aber die Schule will das Kind nicht mehr. Weil es einfach das System nicht einhält, um es mal so zu sagen. Ja. Aber das Kind hält hartnäckig an der Schule fest. Ja. Verstehe ich. Ich kriege jetzt ein Bombardement, wie ich das als Mutter überhaupt nur zulassen kann, dass er überhaupt bis an diese Situation gekommen ist. Ja. Ich kann dir so keine 0815 Antwort geben. Aber ich kann dir vor allem, ich kann dir helfen, dass du in deine Mitte kommst, dass du ganz, ganz in deiner eigenen Schwingung, ganz in deine Kraft kommst, in deinem Kraftort stehst und dann spürst, was zu tun ist. Auch wieder dieses Ausrichten, wohin. Mhm. Das können wir auf jeden Fall tun. Das machen wir ja schon im zweiten Teil, würde ich gerne dann auf diese eigene Frequenz zu sprechen kommen. Vielleicht noch eine Frage oder Bemerkung oder eine Frage zum Verlauf. Ja? Dieses, was mich so interessiert hat, dieses, wie komme ich mit der Seele näher in Verbindung? Also das wahrscheinlich kommt es noch. Das kommt jetzt. Genau. Genau. Nein. Weil ich habe die Leute abgeholt, weil ich weiß, dass Angela von der Hochsensibilität erzählt hat und von dieser Eigengeschichte, Eigenfrequenz und Fremdenergie. Und das ist ja so mein Werdegang. Das ist die eine Geschichte. Ich habe auch darüber ein Buch geschrieben, das hier steht mit dem schönen Titel Mit Fremdenergie umgehen. Also wer gerne auch konkret lernen möchte, besser abgrenzen, besser in der eigenen Kraft zu sein, unbedingt mal reinschnuppern, reinlesen. Es gibt auch ein Kartenset dazu, wo die Übungen einfach so, wenn man nicht weiß, was ich machen soll, dann kann man sich so ausbreiten und eine ziehen und dann diese Übung machen. Es geht darum, dass das ganz konkret und handfest und eben sehr einfach ist, wie das Ja, so einfach sind diese Übungen. Genau. Ich mache Coaching und dann bin ich ja permanent mit der Fremdenergie beschäftigt. Gleichzeitig meine ich, dass ich schon eine erweiterte Wahrnehmung habe und da sehr intuitiv spüre und komme da aber im Prozess, im Coaching-Prozess immer in Dilemmata rein. Genau. Ja. Genau. Weil das eben, wenn man es auf ozeanisch übersetzt, ne, das gibt verschiedene Strudel, die da miteinander im Meer quasi eine schäumende Zone bilden. Und es geht ja darum, dass jeder wieder ganz in seiner Welle, in seiner Frequenz, in seinem Ding bleibt. Und für mich ist so die Frage, ja, muss ich irgendwann aus dem Coaching raus und eben in eine andere Form von Beratung rein oder wie lässt sich das verbinden? Auf keinen Fall raus, weil das ist ja super üben. Ne? Gratis kriegst du jeden Tag die volle Übungsdröhnung hier. Das ist super. Und genau, das heißt, es geht wirklich darum, wach zu werden da drauf. Und diese, also ich mache ganz oft, ohne jetzt irgendwie das ins Lächerliche zu ziehen, ich bin oft, wenn eine Sitzung ist, die schwierig ist, bin ich oft, dann eben mache ich so. Und uns hört zu und sagt einfach und es geht was Positives von mir weg und gleichzeitig fühle ich mich mit meiner Energie auf. Und es geht um dieses bewusste ins Häusle schalten, aus dem Häusle rausgucken, ins Häusle schalten. Die meisten Hochsensiblen sitzen jetzt wie ich, ne? So. Ja, also diese Beratungen sind ideal. Das heißt, es ist genau das Gegenteil. Es ist ins Häusle rein und runter. Es ist immer zurück und runter und nicht nach vorne und hoch. Schon nur das hilft, wenn du so sitzen bleibst, immer wieder einmal angewöhnen, zu sagen und dieses wirklich die Knochenresonanz zu füllen. Diese Übungen sind ganz konkret drin. Die zweite, eben das, was jetzt mit der Seelenrückverbindung, hat sich bei mir so eingestellt, dass ich mich nach meinem Burnout ausschließlich auf meine
eigene Situation, meine eigene Körperlichkeit und meine eigene Art und Weise zu sein konzentriert habe. Das heißt, die ganzen Antennen, die vorher so weit draußen waren, haben sich alle zurückgezogen und haben sich nach innen gerichtet. Und mir hat es Klick gemacht, als der Arzt sagte, ich schreibe dich für 9 Monate krank. Das war Klingklang. Dass so lange dauert es, bis ein Mensch inkarniert und fix und fertig hier auf die Welt kommen kann. Und das war genau so war das. Und in diesen 9 Monaten hat sich ganz viel mir gezeigt und sehr viel mehr verändert. Ich bin auch in diese Selbstheilungskräfte gekommen, weil ich mich ganz auf mich selber und auf meine eigene Geschichte konzentriert habe. Das hatte zur Folge, dass ich noch bewusster inkarniert bin. Ganz eigenartig. Je mehr ich mich mit mir, mit meinem zum Beispiel inneren Kind, meinem höheren Selbst, meinen Seelenaspekten beschäftigte, umso mehr machte es so. Also ich bin wirklich erst dann richtig in die Verwurzelung auf Erden gekommen, diese Eigenschaft des Menschen, sich ganz in die Erde und ganz in die lichtvollen Ebenen auszuwachsen. Deshalb auch dieser Name der Sonnenbau. Das ist wirklich die Wurzeln und die Krone und die Sonne als das Bewusstsein, dass ich bin. So hat sich das bei mir gezeigt und hat mich unterrichtet, wie zuvor im Ozean mit dem Delfin, aus diesen Seelenaspekten. Und das, was ich heute mit euch gerne machen würde, ist die erste Übung, das mit dem wahren Kern. Meine ich wirklich wortwörtlich so, weil wenn man von einer Geschichte sagt oder einer Überlieferung sagt, da ist immer ein wahrer Kern dabei, bedeutet das ja, dass alles, was dazu erfunden wurde, alles, was dazu gelogen, aufgepimpt, ein bisschen Action rein, ein bisschen Sex und Crime und all diese Dinge, die ganzen Dramen drumherum, wenn man das alles weglässt, wenn das alles weg ist, da bleibt was. Und das ist es. Das ist der wahre Kern. Das ist die Essenz. Und wenn das anfängt zu wirken, das werdet ihr nachher merken, das ist nicht so eine kleine, das ist nicht so ein Herumdümpeln da, so ein bisschen schön. Das hat Power. Ich habe heute mit den beiden Frauen da gearbeitet, die haben noch nie davon gehört und die haben beide gesagt, ich habe ja Kraft. Völlig erstaunt. Ich bin ja riesig. Ja, bitte. Genau. Und es geht darum, das erstmal wieder kennenzulernen, wieder zu erinnern. Und ich würde ganz gerne mit euch diese Übung machen, wenn ihr euch einlassen mögt. Nehmt euch nochmal einen guten Sitzen bequem, eben nach hinten und runter. Schön die Füße gut, liebevoll platzieren auf diesem wunderschönen Erdenwesen, dass ihr euch Rückendeckung holt, wenn ihr es braucht, dass ihr auch guckt, wie ihr die Hände platzieren möchtet. Vielleicht wollen die auch was berühren oder offen sein zum Empfangen oder wie auch immer. Und einen Moment einfach ganz bewusst, bequem, liebevoll dieses Lebensgefährt so hindrapieren, dass es sich wohlfühlt. Und für einen Moment auch den Atemvorgang wieder ins Bewusstsein holen. Diesen wunderbaren Vorgang, der immer frisches, belebendes, neues, nährendes, reinigendes aufnimmt, im Körper übergibt, dem Körper zur Verfügung stellt und beim Ausatmen alles Abgestandene, Veraltete, Überholte, Unbrauchbar gewordene wieder ausströmen lässt.
Und ihr holt euch wieder das frische, nährende, belebende ins System hinein. Lasst den Körper damit arbeiten und gebt das, was unbrauchbar geworden ist, was veraltet ist, vorbei ist, wieder weg. Genau, und dann richtet ihr in der Vorstellung eure Augen auf den Boden hinunter und stellt euch vor, dass um euch herum am Boden sich ein Kreis bildet. Einfach so, wie das gerade sich zeigen mag. Vielleicht ist es einfach eine Energie, eine Ahnung, vielleicht ist es aber auch ganz konkret ein Strich, der sich da zeichnet. Wichtig ist, dass ihr euch selber ins Zentrum dieses Kreises hineinbegebt. Ihr seid im Zentrum. Und um euch herum am Boden bildet sich dieser Raum, dieser Kreis. Symbolisch nenne ich ihn, oder so hat er sich mir vorgestellt, der wahre Kern. In diesem Ort schwingt alles in der ganz persönlichen, individuellen, eigenen Schwingung. Alles das, was zu mir gehört, das ich bin, das ist gebündelt und hoch dosiert, konzentriert in diesem Ort vorhanden. Ich bin im Zentrum meines wahren Kerns. Ihr entspannt euch, ihr atmet und lasst diese eigene Schwingung, diese Eigenfrequenz einfach wirken. Und wenn es geht und stimmt, könnt ihr euch vorstellen, dass aus diesem Kreis heraus da unten eine Lichtquelle ganz langsam anfängt, immer heller zu werden. So wie ein Scheinwerfer, der ganz, ganz langsam, langsam hochgedimmt wird, kommt da von unten diese Eigenfrequenz, diese persönliche Schwingung, dieses Ich Bin, immer stärker zum Leuchten. Ihr könnt das selber regeln. Ihr stellt euch vor, dass ihr einen Dimmer oder so einen Regler habt, mit dem ihr selber das verändern könnt. Mal stärker, vielleicht mal schnell auf 100% zum Gucken, wie hell das wird. Und dann wieder runter, weniger, so bis es angenehm ist und stimmt. Und dann sitzt ihr einfach da in dieser eigenen Frequenz, in dieser eigenen Schwingung. Und atmet. Und spürt, und nehmt wahr. Und wenn es geht, könnt ihr mit der physischen Nase dieses Licht als Duft einatmen
und eure Lungen und den Herzraum mit dieser Kraft erfüllen. Und beim Ausatmen diese Kraft in alle Zellen des restlichen Körpers ausströmen lassen. Dass sich dieser Duft in alle Zellen verströmt und sie strahlend macht. Und sie wieder erinnert, und beseelt und belebt. Ja. Genau. Und dann auch wieder einfach sitzen, atmen, wahrnehmen. Und wirken lassen. Das ist dieses berühmte Ich bin, meine eigene ganz persönliche Schwingung. Und wenn wir dann wieder die Konzentration loslassen und langsam die Augen öffnen, versucht einfach diese Schwingung oder diese Qualität beizubehalten, auch wenn die Augen offen sind. Das kann ja von unten immer noch strahlen und duften und arbeiten. Und ihr sitzt da in eurer aufsteigenden, wunderschönen Energie. Und seid ganz bei euch und ganz im Raum und ganz da. Wie war das? Möchte jemand was erzählen oder hat jemand was erlebt? Besonders intensiv fand ich den Duft. Also das hatte ich so in der Nähe gekannt. Das ist nochmal so, wow. Ja. Ja. Fand das Licht schön. Ja. Hat jemand Farben gesehen? Mhm. Ja, was war das für Farben? Ich habe bei dem Kreis gehabt Farben. Mhm. Das hat sich ja immer ein bisschen geändert. Mhm, genau. Also es war mal blau. Ja, es ist lebendig. Mhm. Ja. Genau, ein bisschen orange. Mhm. Ja, gut. Wie war das bei dir? Das hat sich auch verändert, ja. Aber dann zum Schluss einfach offensichtlich. Genau. Genau. Und einfach wissen, das ändert sich, das ist lebendig. Das ist, geht nur darum, dieses Prinzip des Kraftortes, des ganz persönlichen, heiligen Kraftortes, der ja mobil ist, ne? Das ist super, da wo ich bin, ist der auch. Ist ja schon praktisch, gell? Dass diese Energie sich, man kann auch mit der Zeit reingucken schnell, was gerade bei einer Sitzung, was ist denn jetzt, wo ist er? Der ist aber klein geworden. Aha, dann mache ich den wieder ein bisschen, ne, und dimme da so. Ich habe oft so imaginär auf der Seite hinten beim Stuhl habe ich so ein Ding und dann schalte ich den wieder hoch und mache den ein bisschen noch mehr orange. Ne? Also dass immer diese eigene Schwingung wieder ganz bewusst aktiviert oder ins Bewusstsein kommt. Das wird sich ganz vieles ändern. Also ich habe am Anfang auch wirklich viel Energie gespürt, ja. Vor allem am Anfang. Und dann bin ich so ein bisschen ins Nachdenken gekommen und dann ist das natürlich ein bisschen geschrumpft. Ja. Aber es ging dann um die Frage,
Also die persönliche Frequenz, also es geht um die Schwingung, nur mal zum Verständnis. Es geht jetzt nicht um die Person, so wie sie durch die Lebensgeschichte geworden ist, oder doch? Es geht, ja, wenn wir es halt von der Seelenebene angucken, dann ist das, was eben das Drama drumherum, was da erzählt wird und die Umstände, nicht so wichtig, obwohl das immer das Lauteste ist, das da brüllt. Aber die Essenz von dem, was wir immer mitnehmen, das bleibt immer dasselbe. Das ist nämlich die Seele. Person. Nein, es geht um die Schwingung. Ja, okay. Und die Person, die kann sich ja über Nacht so ändern. Mhm. Die Seelenschwingung, die bleibt, die ist einzigartig, die bleibt. Und interessant ist einfach, um das noch den Bogen zu machen, was hat jetzt das mit Seele zu tun, wenn wir unten schaffen, wenn diese Frequenz da unten so richtig anfängt zu zünden, zu strahlen, gibt das einen Lichtstrahl. Ja, und wir sind ja über die Silberschnur, Leute, die vielleicht Sterbebegleitung machen, kennen das, dass da so plötzlich eine Energie aus dem Kopf hoch schießt. Wir sind ja verbunden mit der Seele über die Silberschnur. Wenn die gekappt wird, sind wir sofort auf der Stelle nicht mehr lebensfähig hier auf Erden. Wir können ohne Luft doch mal 3 Minuten, ohne Essen mal 40 Tage oder sogar noch länger unterdessen. Es gibt ja viele, die gar nicht mehr essen müssen oder trinken. Aber ohne die Seelenverbindung ist aus, die Lebensenergie kommt da durch. Wenn das hier unten wieder aktiviert ist und erinnert wird, aha, das ist das, was ich bin, dann fängt das sofort an, mit der Energie da oben zu sich wieder rückzuverbinden. Und dann kommt das nicht nur von unten, dann kommt das eben auch von oben. Ich hab's, Dirk. Also ja. Ich hab's. Ja, genau, es stellt eben, das meine ich, es muss das gar nicht erzählen, weil es stellt sich ein, es ist etwas total Natürliches und es setzt voraus, dass hier unten die eigene Frequenz, tschakka, dass die so richtig bewusst hier verkörpert, rückwärts, runter, hier bin ich. Und zwar eben nicht, es nicht mit dem Person, es ist ein guter Begriff, es ist, die Person ist wie so eine ganz kleine Prise dazu. Das ist, wenn es von der Seelenebene aus betrachtet wird, nicht so wichtig, ist aber eben leider der große Störfaktor. Da wird erbrüllt und da wird geriegelt und jojo und nein und gefochten und gekämpft. Und das ist so laut, da kommt die Verbindung auf die Erde nicht zustande. So habe ich das bei mir erlebt. Und deswegen erstmal unten anfangen. Und das wirklich auf einen Ort beschränken, der kann sich auch verändern. So meine ich das. Ja, dann habe ich's. Ja. Wollte ich irgendwie nochmal so klar haben, weil der Begriff Person halt doch immer wieder gekommen ist. Ja. Also es geht halt auch ums Erden. Ja, und um die Essenz und um das, es geht eben um Schwingung. Oder wenn man es in der... Ich sage mal, in der Quantenphysik gibt es ja wieder viel, ich verstehe es auch nicht richtig, ne? Aber es gibt so gute Bilder da, nämlich, dass wir vom Partikelbewusstsein in die Wellen, ins Wellenbewusstsein kommen. Also, dass wir, und dieses Ich Bin, das löst sofort wie ihr gemerkt habt, glaube ich, alle haben irgendwas mitgekriegt, dass es sofort eine andere Energie gibt. Und das ist gemeint. Ja. Das ist auch was mit dem Annehmen der Seele zu tun? Mit dem? Annehmen. Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist sei da. Ja, klar. Die Seele da ist in ihrem Raum. Ja, genau. Und schlussendlich eben reden wir, oder in den Überlieferungen wird von der Silberschnur geredet. Und was wir jetzt gemacht haben, ist schon mal ein Silberscheinwerfer, ne? Strahl. Und irgendwann wird das ein Silberfeld. Das geht ja darum, dass wir das ganz verkörpern. Dass wir da nicht irgendwie entweder oder flatter, flatter, sondern dass das alles runterkommt und dass diese ganze beseelte Energie hier wieder anständig mal verkörpert wird hier. Das hat auch eine spezielle Wirkung. Dann wirst du, also gerade wegen dem Inserat, das finde ich ein spannendes Teil, wenn du mit diesem Inserat mal in deinen wahren Kern reinsitzt, ne? Mal guckst, was es dann macht. Auf Farben gucken, auf Energien gucken. Das gibt sofort Antworten. Oder Impulse. Oder Klarheit.
Also damit anfangen zu arbeiten, diese Verbindung zu pflegen, zu nähren und ja, gut kennenzulernen. Weil es ist die eigene Schwingung, es ist nicht eine außenstehende Instanz, die gewisse Dinge wirklich nicht mitreden kann. Sondern wirklich... Wer kann nicht mitreden? Es gibt Instanzen, die nicht mitreden können bei solchen Ich-Werdungsprozessen. Jetzt guckt sie nicht an. Ja, ich verstehe es noch nicht. Ja. Also es gibt vielleicht ein krasses Beispiel von einer Bekannten, die eine Instanz hatte, die durch sie durchschrieb und sie Dinge tun ließ, die sie selber nicht in Ordnung fand. Weil das aber aus einer sogenannten höheren Ebene kam, fand, ja, dann muss ich dann halt demütig sein und das eben doch tun. Als ich sie darauf ansprach und sagte, sie ist dir bewusst, dass das Übergriffe sind, was der da hier durch dich will, hat sie gesagt, ja, ist aber halt jetzt aus den höheren Ebenen und ja, mache ich jetzt. Und dann kam halt meine Frage, und was ist mit deiner Seele? Was sagt deine Seele dazu? Die sagt total nein. Ja, hallo? Ich habe einfach solche Dinge erlebt, wo ich sagen muss, ich bin da, dadurch, dass ich so geboren bin und sehr viel auch ganz schräge Kanäle kennengelernt habe, wo ich in Gruppen gegangen und irgendwas Esoterisches gedüdelt und dann die richtigen Fragen an den falschen Ort gestellt habe. Und dann sagen muss, ja, aber hallo, also Selbstverantwortung, es gibt sogenannte Fremdereignisse, wo ich nicht reinzugehen habe, weil das nicht meins ist. Das meine ich. Und das heißt nicht, du weißt es, Angela, es geht nicht darum, dass man nicht mit dem Engel hier reden darf. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass eine gewisse Reife, eine gewisse Klarheit da sein kann, darf, soll, wünschenswert ist. Und dass wir dann von Erwachsenenebene zu Erwachsenenebene miteinander reden können. Aber ein Engel, ich hab mal Zoff gehabt mit einem, weil der meine, ich sag, komm du runter und füll du meine Steuererklärung aus, du. Hab keine Ahnung mehr. Hallo? Kalaber, und das gehört dazu. Keine Ahnung von nix. Hallo? Verkörpern hier gar nicht lange so. Zack, jetzt. Und da war aber still. So rede ich halt mit denen. Ich erdreiste mich so zu reden, weil die lachen sich ja auch eins weg, ne, wenn ich wieder Rumpelstilzchen hier unten mache und so. Aber es geht darum, das ist auch die neue Zeit. So wird es mir einfach gesagt, weil ich erzähle euch nicht irgendwas. Ich habe wirklich 18 Jahre das in Eigenunterricht da durchgemacht und habe mich lange Zeit auch eben gebockt, da nicht rauszugehen damit. Es ist jetzt die Zeit, wo diese Rückverbindung, diese Seelenrückverbindung wieder ganz stattfindet, anfängt stattzufinden. Das sind tiefe Fragen. Warum ist die Seele nur zu, ja, warum ist die weg? Warum ist da nur so ein kleines Mützelteil da irgendwie verkörpert? Warum kommt hier nicht die ganze Dings rein? Was ist da passiert? Das sind Riesengeschichten, sind teils sehr individuell. Warum vergessen wir? Warum kommen wir runter und sind dement? Warum? Was soll das? Wir sind bewusste Lichtwesen. Hallo? Wir sind doch nicht irgendwelche kleinen, minder bemittelten Wesen. Und diese Dinge, dass diese Eröffnung wieder kommt und dass dieser Rückfluss, dieses Beseeltwerden wieder anfängt, das ist neu, das ist seit ein paar Jahren möglich. Das war vorher... Von unten nach oben. Das musste über Meditation, über Fasten, über all diese Dinge musste das von unten nach oben gehen. Und jetzt geht es von oben nach oben. Ja. Entschuldigung, aber warum fängt das dann jetzt seit ein paar Jahren erst an und warum war das vorher nicht möglich? Ich kann nur das erzählen, was ich für mich mitkriege.
Das hat mit der Qualität der Schwingung zu tun. Die Menschheit entwickelt sich, so wie es mir gezeigt wird, durch die Ebenen der Chakren nach oben. Und die Menschheit war die letzten, ja, vielleicht 2000 Jahre in der Schwingung, die dem Solarplexus entspricht. Also in dem Zentrum, wo die Macht, wo das Machen, das Machbare, das Lernen, das Können gefördert werden. Und jetzt fängt das an, sich zu entwickeln, weiterzuentwickeln und kommt in die Herzebene, in die Herzqualität. Und das ist eine komplett andere Qualität. Die Solarplexus-Energie, da geht es wirklich, da kann man manipulieren, da kann man lügen, da kann man auch was antrainieren und dann können. In der Herzebene geht es ausschließlich um das Wirken, wie etwas wirkt und um das Sein. Da kann man nicht lügen, da geht es nicht. Und so wird es mir einfach erklärt und gezeigt, dass diese Frequenz, diese nennt sich Schumann-Frequenz, die Rotation der Erde beim Äquator, ein Herr Schumann, unschwer zu hören, hat das herausgefunden, glaube ich, letztes Jahrhundert oder vorletztes Jahrhundert, dass da eine Schwingung ist, die man messen kann. Und diese, weil die Erde jetzt schneller dreht und sich eiert, erhöht sich diese Schwingung. Und die entspricht diesem Herz, dieser Herzqualität. Es ist ja auch geschichtlich eine Entwicklung. Ja. Also wenn man ins Mittelalter denkt, ja, die Rohheit, ja, der Menschen, ja, sind wir jetzt schon sehr fein und jetzt, ja, geht es halt noch weiter. Ja. Das sehe ich jetzt gar nicht so. Ja. Ich finde, also das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen. Also erstmal für... Darf ich ganz schnell unterbrechen? Ist das verständlich erklärt? Ist das okay? Mit dem verschiedenen... Ja, genau. So, ich versuche da ganz kurz, dass man schnell die Fragen... Genau. Ja, ist das okay, genau. Und einfach die Herzebene entspricht der Seelenebene. Das Erste, was sich materialisiert, wenn ein Mensch sich entscheidet, von der feinstofflichen Ebene ins Materielle zu gehen, ist das Herz. Deswegen ist Herz und Seele, das liegt so noch so händchenhaltend, hier ist die Grenze zwischen feinstofflich und stofflich und da sind die zwei so Seele, Herz. Das ist so ganz verwandt und ganz, deswegen kann das jetzt wieder kommen. Jetzt. Ja, danke. Ja. Also ich kann das gut nachvollziehen, ja, aber ich bin doch also auch unsicher, ja, in mancher Hinsicht, weil wie das vorhin beschrieben wurde, so dieses nicht richtig inkarnieren, ja, wollen, das hat ja auch damit zu tun, dass es hier nicht, die Kraft nicht da ist. Genau. Und die Frage wäre, können wir diese Stufe überspringen und gleich ins Herz gehen und da die Kraft haben? Das ist mir nicht so ganz klar. Also wir müssen ja eigentlich auch hier sein oder hier, also die unteren Chakren eben, genau, wirklich füllen. Und genau. Das ist auch eine Riesenfrage. Ich würde jetzt ganz dreist behaupten, dass das extrem individuell ist. Dass es Seelen gibt, jetzt wie ich, die das einfach jetzt, ich wollte das nochmal wissen. Das Lernen hier zu leben in diesem Solarplexus, obwohl das für mich überhaupt, ich fühle mich jetzt wohl, seit 9 Jahren bin ich wirklich, habe das Gefühl, jetzt bin ich hier und gerne hier. Das entspricht mir nicht. Das ist nicht meins. Aber ich muss es lernen. Ich wollte es lernen. Es gibt Kinder, die jetzt inkarnieren, die brauchen das alle nicht. Ganz anders. Komplett anders. Die jetzt kommen, die Seelen, die jetzt kommen, die brauchen dieses ganze Gedöns, was wir da machen mit Aufstieg und Schaffen und Sitzungen und Ausbildungen. Das brauchen die alle nicht. Die gucken uns an und denken, was haben denn die? Weil das nicht mehr nötig ist in der Entwicklung. Es ist wie bei Blöcksheim Frauenstimmrecht. Ich muss doch heute nicht mehr rosa, angezogen durch die Gegend laufen. Nicht Frauen haben Stimmrecht. Das ist normal. Aber ich habe letztens mit einer Frau, die hat mich zügig ganz schön heftig angemotzt und gesagt, wieso hast du deinen Namen nicht behalten?
dafür haben wir gekämpft. Und ich sage, nö, ich glaube, ich habe dafür gekämpft, dass man sich frei entscheiden kann, oder? Die war so noch im Kampfmodus? Das meine ich mit, es gibt gewisse Seelen, die gewisse Aufgaben wirklich durchackern wollen, damit das nachher für die Nachkommenden vorbereitet ist. Und ich bin halt so eine Machetenseele, die damit durch den Dschungel und Schweiß und alles und Blutegel und ja. Und die hinterher laufen, denn was hat denn die gehabt? Das ist ja alles hier locker und wunderbar gepfadet und beleuchtet und immer dunkel. Was hat denn die gehabt? Ne? So, und ich denke auch, dass es wirklich individuell ist. Und dass es jeder, eben deswegen so wichtig, die eigene Schwingung, dass jeder selber für sich herausfindet, wie ist es für mich, wie wirkt das für mich. Es geht nicht an, anderen zu sagen, wie sie es zu spüren haben. Das ist vorbei, das ist aus, das ist durch. Und wie die Entwicklung läuft, auch das ist individuell. Ich glaube, dass es Seelen gibt, die direkt aufsteigen. Es gibt andere, die nochmal eine Kurve machen und nochmal rückwärts gehen, einfach so, just for fun. Einfach, ich glaube, dass das eine individuelle Geschichte ist und im großen Ganzen dann eine Gesamtevolution oder ein Gesamtbild gibt. So nehme ich das wahr. Aber eben auch in Ehren von allen anderen Weltbildern und allen anderen Theorien und Praxen, die dazukommen. Also wirklich nur das nehmen, was für einen selber stimmt. Bei mir hat sich das dann so weiterentwickelt, dass ich wirklich eine Art Unterricht bekommen habe und es eben so eine Übung, wie wir gemacht haben, mit diesem Kreis, mit diesem Aufsteigen, mit diesem Duft, der da kommt, dass ich so einzelne kleine Schritte gezeigt bekommen habe, wie diese Rückverbindung, diese ganze Seelenrückverbindung jetzt bei mir vonstatten geht und auch wieder mit der Zeit gemerkt, wenn ich es selber durchlebt habe, kann ich es anderen erzählen und da gibt es Resonanz und da können einige Leute sogar was damit anfangen und selber auch in diese Arbeit hineingehen. Und das ist das, was ich neben der Beratung für hochsensible Menschen auch tue. Ich nenne das den Seelenweg. Ich biete diese Arbeit an. Anfangs in Gruppen, bis wir dann gemerkt haben, das ist so individuell. Das ist zwar spannend, wenn da alle voneinander hören, wie ist der andere und der eine und so, aber im Moment ist wirklich die Tendenz, dass die Menschen, die sich dafür interessieren, die Resonanz haben, das gerne individuell oder mit Leuten, die sie gut kennen, also 2, 3 Freundinnen, das war eben heute Nachmittag der Fall, dass ich da in der Nähe von Freiburg 2 Frauen begleiten durfte, diese ersten Schritte zu tun. Das biete ich an. Ich habe hier meine ganzen Angebote da oben stehen mit den Flyern und den Büchern. Und wenn Resonanz besteht, dann gibt es eine Möglichkeit, entweder zu mir zu kommen. Es ist nicht so weit, ne? Es ist irgendwie 45 Minuten mit dem Auto vielleicht. Eine Stunde 20 mit der Bahn. Oder auch, ich mache es wirklich nur für Menschen, die Resonanz haben und die mich anfragen. Ich mache keine Seminare einfach just so. Nur, das mache ich nicht. Das stimmt einfach nicht mehr. Wenn das jemand möchte, sich bei mir melden oder bei Angela melden. Wir können skypen. Das geht auch in der heutigen modernen Zeit. Kann man daheim bleiben, von daheim aus arbeiten. Das sind Energiearbeiten. Vielleicht ergibt sich auch was, wir werden das herausfinden. Ich bin da,
ich mache die nächsten, würde man sagen, 30 Jahre nichts mehr anderes, glaube ich, dass ich irgendwie so mich auf diesen Ding bewege. Und genau, und bin auch immer sehr, finde es immer schön, Rückmeldung zu kriegen, wenn jemand anfängt, mit seinem wahren Kern zu arbeiten oder Entdeckungen macht, die er selber, die ihn selber weiterbringt, die eigene Art zu finden, die eigenen Zugänge zu finden. Und ich denke, so in diesem Sinne und Geiste und Seele, würde ich sagen, habe ich jetzt genug erzählt. Und ihr seid herzlich eingeladen, es habt nette Knabbersachen, es gibt noch Tee, was zu trinken und wir können dann auch noch ein bisschen zusammen reden, austauschen. Und bin gerne noch ein bisschen da.